Hello, was geht? Und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Create a Club Karriere, Folge Nummer 48. Ich bin extrem heiß, ich sehe hier schon im Hintergrund den Kalender, was jetzt ansteht. Aber bevor wir reingehen, lasst auf jeden Fall gerne schon mal ein Like da, falls euch das Ganze gefällt. Kommentar für den Algorithmus auch immer ganz, ganz wichtig. Ich möchte jetzt auch mal wieder den Rahmen hier nutzen, um euch auf dem Discord-Server aufmerksam zu machen. Checkt es gerne ab, werdet Teil unserer Community. Da sind noch die Jungs aus der Toilettengang da mit dabei. Checkt die gerne ab, alles in der Videobeschreibung verlinkt. Dann würde ich sagen, wir starten rein. Gehen in den Kalender und legen los. Da ist der Kalender und wir haben Pokal gegen Gladbach. Ganz, ganz wichtig. Spielen dann gegen Augsburg, spielen dann gegen Hoffenheim, dann wieder gegen Gladbach. Und dann spielen wir noch gegen die Bayern. Das werden die Spiele sein, die wir hier angehen. Viertelfinale gegen Gladbach ist ein hartes Brett. Vielleicht können wir es ins Halbfinale schaffen. Wir gehen rein, schauen uns das Ganze an. So, wir gehen rein ins Spiel. Ich werde von Anfang an auf defensiv gehen. Wir wollen hier hinten dicht machen, deswegen Hoever auch von Beginn an. Außerdem Costa im Tor, ganz klar Pokaltorhüter. Pokalviertelfinale. Kommt Jungs, lasst uns was machen. Und wir haben einen richtig guten Start erwischt. Da ist es 1-0. Rütter mit dem 1-0 in der vierten Minute. Ganz, ganz stark. Oh, Gladbach kommt direkt mit dem Ausgleich. Es steht 1-1. Achte Minute. Scheint ein interessantes Spiel zu werden. Ja, wir sind jetzt auch am Start direkt wieder. Adamu mit dem 2-1. 20. Minute. Ganz, ganz stark. Unsere beiden Stürmer treffen. Und wir sind wieder in Führung. Oh, Gladbach kommt. Da ist direkt wieder der Ausgleich. Sanke, ich weiß es nicht, mit dem 2-2. Dann ist Pause. 2-2 Chancen, 2-2 Tore. Ausgeglichenes Spiel. Wir machen mal so weiter. Gucken, dass wir hier den Sieg mitnehmen. Auf geht's, Jungs. Ja, sehr, sehr gut. Wir haben mittlerweile auf ausgeglichen umgestellt, Dreierkette, wechseln jetzt auch dreifach, Führig kommt mit rein, Müller vorne rein für Adamu und Sabella darf jetzt auch direkt das erste Mal ran, ist hier auch direkt am Ball, macht da gut, Richards, abseits, oh, abseits, schade, schade Jungs, richtig gut gespielt. Ja, im zweiten Durchgang nicht mehr viel passiert. 2-2 steht's. Pause in der Verlängerung. Gar nichts passiert bisher. Wir wechseln jetzt nochmal und können dann vielleicht noch eins machen. Kommt Jungs, kein Bock auf den Elfer schießen. So, also nach der Pause kommt jetzt Mürs nochmal mit rein. Bissle Kraft nach vorne. Richards war auch schon ziemlich am Arsch. Wir gucken, wo es am Ende hinführt. Ja, das Rütter, guter Ball auf Müller. Führig kommt leider nicht dran. Oh mein Gott. Ich habe mich schon so mit dem Elfmeterschießen angefreundet und in allerletzter Sekunde macht Gladbach noch das Tor. Boah, das tut richtig weh. Es war ein sehr, sehr guter Auftritt von der Mannschaft, mit dem wir uns eigentlich das Halbfinale verdient gehabt hätten. Oh, wie bitter. Wie unfassbar bitter. Und wenn man sich so die Viertelfinalpartien anschaut, Fürth gegen Pauli, Berlin gegen Hannover und Wolfsburg gegen Mainz. Oh, da wäre vielleicht auch echt was gegangen Richtung Pokalsieg. Ah, das tut richtig, richtig weh. So, Spiel gegen Augsburg steht an. Wir gehen rein in eine schnelle Simulation. Sabella darf jetzt auch mal von Beginn an spielen. Hat im Pokal schon überzeugt, würde ich sagen. Jetzt gucken wir mal, was gegen Augsburg geht. Wichtiges Spiel, weil die sind 3 Punkte vor uns und wir gewinnen mit 2-1. Ganz, ganz stark. Führig und Adamu treffen. Ganz, ganz wichtig. War, glaube ich, auch ein relativ, ja, überlegenes Spiel von uns. Ganz, ganz stark, Jungs. So, Schlag auf Schlag. Jetzt hier nächstes Spiel steht an. Gegen die TSG Hoffenheim. Wir spielen zu Hause. Zu Hause sind wir stark. Es gibt ein, zwei kleine Wechsel. Rot kommt jetzt rein und Richard bekommt eine Pause im linken Mittelfeld und Müller kommt vorne in den Sturm für Adamu, dass wir dem mal wieder einen Startelf-Einsatz geben. Wir sind gut drauf, würde ich sagen. Pokal gegen Gladbach war bitter, Sieg dann aber gegen Augsburg und vielleicht können wir hier jetzt nochmal einen Sieg einfahren. Wir geben alles für die nächsten 3 Punkte. Ja, aber das Hoffenheim, Atubolu ist da ganz, ganz wichtig mit der Parade. Oh, jetzt wird's eng. Atubolu ist wieder da. Junge, er wechselt diese Saison noch mehr über sich hinaus, als er eh schon getan hat bisher. Ja, Müller macht es stark, nimmt Führig noch. Ah, hätte er vielleicht allein aufs Tor zugehen können. So, es ist Pause und es steht 0-0. Wir machen bisher noch nicht so viel nach vorne. Vielleicht müssen wir da nochmal aktiv werden. Wir gucken mal, was in Halbzeit 2 geht. Dann können wir vielleicht nochmal reagieren. Ja, das ist Müller. Mensch, probier's doch selber, Junge.
Oh, Hoffenheim macht es stark. Wir sind gerade auf Offensiv gegangen und bekommen jetzt das Gegentor. Hoever kommt rein für Führich, Sabella kommt mit rein für Schmid auf der 10 und Adamu kommt mit rein für Rot. Dafür Müller jetzt im linken Mittelfeld. Wir müssen jetzt doch nochmal offensiver werden. Ja, Sabella, guter Ball. Sabella, mein Schade. Oh, wenn der reinkommt, der macht so gute Spiele bisher. War bisher eine richtig, richtig gute Verpflichtung. Oh, Spiel ist zu Ende, wir verlieren mit 1-0. Es ist am Ende schon ein bisschen bitter. Kann man nichts machen, aber wir zeigen gute Spiele. Ich bin sehr überzeugt gerade von der Mannschaft. So, wir wollen Gladbach jetzt im Meisterschaftsrennen ein bisschen ärgern. Die haben uns im Pokal geärgert, jetzt wollen wir sie ärgern im Borussia-Park. Folgende Aufstellung, Sabella kommt rein, wir gehen nämlich direkt offensiv drauf. Der spielt dann auf der 10. Außerdem kommt Schmidt in die Innenverteidigung, kann er nämlich auch spielen, dann bekommt auch der mal wieder ein bisschen Spielzeit. Wir gehen rein ins Spiel gegen Gladbach und jetzt nochmal 3 Punkte. Kommt Jungs. Angekommen im Borussia-Park. Halstenberg hängt Fußballschuhe an den Nagel, alles klar. Der beendet dann wohl seine Saison, seine Karriere. Wir spielen jetzt gegen Gladbach und versuchen zu punkten. Auf geht's. Ja, da ist Sabella. Wann belohnt er sich denn für seine guten Spiele? Das gibt's doch nicht. Erste Chance nach 25 Minuten ist ein träges Spiel, muss man sagen. Gladbach traut sich auch noch nicht so richtig vorne drauf zu gehen. Also wird ein Geduldsspiel. Boah, was eine Aktion. Da haben wir Glück. Da haben wir ordentlich Glück. Ja, Richards macht Meter auf den Außen. Kriegt er den zu Adamu leider nicht. McKennie holt ihn aber noch. Jetzt Adamu am Ball. Da ist Sabella. Oh Gott. Kleine Drangphase ist aber jetzt vorbei. Ja, das führe ich mit ordentlich Platz. Flanke auf McKennie, der kommt nicht dran. Ah. Sind gerade ein bisschen mehr am Drücker, was natürlich nicht heißt, dass wir hinten gesichert sind. Boah, Gladbach macht es stark. Ja, dann ist Pause. Noch keine Treffer. Wenige Aktionen nach vorne. Zuschauer sehen ein relativ langweiliges Spiel. Wir müssen in Halbzeit 2 ein bisschen mehr machen. Kommt, Jungs. So, es gibt jetzt einen Dreifachwechsel bei uns. Hoever kommt rein für Führich. Rot kommt rein für Sabella auf der 10. Und im Sturm kommt Müller für Adamu. Wir brauchen jetzt noch irgendwie ein Tor. Das werden wir versuchen. Und wir schauen mal, ob es uns gelingen kann. Jetzt aber mal Rütter. Ganz, ganz starker Ball von McKennie. Da ist Schmidt, der Innenverteidiger, mit dem 1-0. Ganz, ganz stark. Es ist am Ende egal, wer es macht. Schmidt macht das 1-0 nach Vorarbeit von Rütter. Ganz, ganz starkes Ding. Ja, Gladbach will es jetzt nochmal wissen. Ganz, ganz wichtig. Wir müssen jetzt auf jeden Fall aufpassen bei der Ecke. Kommt, Jungs. Achtung, Achtung. Wir haben gute Kopfballspieler. Ding ist noch nicht geklärt. Gerson, Bunker. Oh, Jungs. Schmid macht es resolut. Und der Ref dürfte dann auch gleich abpfeifen. Und so ist es auch. Wir gewinnen wieder 1-0 im Borussia-Park in Gladbach. Ganz, ganz starker Auftritt von der Mannschaft. Kann sich sehen lassen. Jetzt haben wir noch einen Brocken vor uns gegen die Bayern. So, wir gehen rein ins Spiel gegen die Bayern. Eine Veränderung gibt's. Hoever darf von Beginn an spielen. Ansonsten ist es die Startaufstellung, unsere Startaufstellung. Wir holen jetzt 3 Punkte gegen Bayern. Ich bin sehr, sehr zuversichtlich. Kommt, Jungs. Boah, Atubolu, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtige Parade. Ja, bisher haben wir noch gar nichts nach vorne gemacht. Die Bayern sind hier sehr, sehr dominant, wie man es eigentlich auch gewohnt ist. Bisher können wir es relativ gut verteidigen, aber ich weiß nicht, ob das lang gut geht. Ich bin jetzt auch von der defensiven Herangehensweise wieder auf ausgeglichen gegangen. Es macht bisher noch nicht so viel Sinn.
Und wir sind jetzt direkt auch das erste Mal da, Adamu. Adamu, Junge, ganz, ganz stark. Erster Angriff, erstes Tor, so muss es laufen. Ja, ganz stark gespielt. Ritter mit dem 2-0, kurz vor der Pause. Unglaublich gut, wie die das gerade machen. Das ist sehr, sehr schön. Ja, mit dem 2-0 geht's in die Pause. Beinahe 7 Schüsse habe ich nicht mit... Die waren nicht vorhanden. Wir gehen mit 2-0 in die Pause. Ganz, ganz stark. Ganz, ganz wichtig. Wir machen so weiter. Ah, Bayern kommt besser aus der Pause. Müller mit der Chance. Ja, Bayern jetzt richtig am Drücker. Ich gehe jetzt wieder auf Defensiv. Wir müssen das Ding jetzt eher verteidigen. Wir führen mit 2-0. Ah, Musiala, Vorsicht. Puh, wir schwimmen gerade. Jetzt haben wir aber mal Ballbesitz. Oh, Bayern kommt, ist so stark gespielt. Kimmich mit dem Anschlusstreffer und ich habe gerade gewechselt. Sabella kommt rein für McKennie. Müller kommt vorne rein für Ritter. Und Schmidt kommt rein für Richards. Nicht, dass das jetzt noch in die Hose geht. Oh, Tubolu, ganz wichtig. Sané kommt in der 75. Minute, alles klar. Oh, Jungs. Ja, Tubolu, Digga. Ah, es ist so eng gerade. Oh Gott. Jungs, kommt. Überstehen, einfach überstehen, ganz stark. Oh, und jetzt kracht's. Es ist unglaublich. Kimmich mit dem Doppelpack. Ey, Mann, warum können wir uns denn nicht belohnen? 18 zu 2 Schüsse. Alter, das ist ja... Ja gut, die haben jetzt in den letzten 20 Minuten schon auf das Tor geschossen. Oh Mann, das ist so bitter, ey. Das ist so bitter. Ach, das ist einfach nur bitter. So, der gewohnte Blick auf die Tabelle zum Abschluss der Folge. Wir haben gut Punkte geholt. Wir hätten deutlich mehr Punkte holen können eigentlich. Wir stehen auf Platz 15 momentan mit 23 Punkten. Und sind 10 hinter Europa. Also ich träume noch. Ich werde auch nicht aufhören zu träumen. Positiv bleiben. Vielleicht geht noch was. Frankfurt hängt mittlerweile da hinten drin. Wolfsburg. Bayern. Also ich weiß ja nicht, was da los ist. War eine gute Folge, würde ich sagen. Wir haben gute Spiele gezeigt. Dortmund auf dem Weg zum Titel. Oha, Gladbach. Und dann ist schon ordentlich Platz. Die Hertha auf Platz 6. Union auf Platz 5. Ihr wisst Bescheid. Die Liga läuft sehr merkwürdig. Ich bin erstmal raus. Ja. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Fair bleiben und ciao, ciao.